Hallo Lieben! So, jetzt wollte ich eigentlich gerade meine Serie Alles, was zählt, angucken, aber habe dann wieder mal einen Impuls be bekommen, für euch ein Live zu machen mit einem ganz wichtigen, spannenden Thema, warum du vielleicht immer noch einen Seelenpartner in deinem Leben hast oder vielleicht noch keinen, der Angst hat, sich zu binden oder sich nicht so ganz einlassen kann. Und das kann sein, dass du schon in so einer Partnerschaft bist und es kann, oder es kann sein, dass du schon lange Single bist und sowas noch nicht in deinem Leben hast. Und immer wieder Menschen um dich herum, die sich nicht einlassen können. Und ich spreche jetzt bewusst von Männern und Frauen, obwohl ich nur mit Frauen arbeite, weil in letzter Zeit viele Männer dazu gucken. Und ich möchte, dass die sich natürlich auch angesprochen fühlen. Ja, meine Lieben, dann werde ich mal meinen Impuls mit euch teilen und meine Serie jetzt flitzen lassen für euch. So ist es manchmal. Ich hatte heute eine mega magische Session mit einer ganz wundervollen Frau. Und das hat mir nochmal so den Impuls gegeben, jetzt dieses Live für euch zu machen, weil ich das so wichtig finde, weil so viele, und ich spreche jetzt mal erstmal von Frauen, immer noch an sich zweifeln oder denken, ja, ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr an mir arbeiten, vielleicht muss ich noch irgendwas tun, vielleicht bin ich falsch, warum Männer sich nicht wirklich so auf mich einlassen können oder nicht so Gefühle zeigen können. Ja, vielleicht gibt es auch diese wirkliche Liebe nicht, wo der andere, wo ein Mann so richtig auf mich zukommt und mir vielleicht 100 Mal am Tag sagt, dass er mich liebt. Oder vielleicht sind Männer einfach auch so und ich muss das akzeptieren und will zu viel Liebe ziehen. Bullshit, okay? Ich möchte dir sagen und ich möchte dir versprechen, und ich mache sonst keine Versprechung, aber das verspreche ich dir, weil ich jetzt einfach, weil ich vollkommen davon überzeugt bin und aus 1000% eigener Erfahrung und auch aus meinen Coachings, es gibt diesen einen Menschen für dich und den gibt es für uns alle. Und warum der vielleicht noch nicht da ist, möchte ich dir gleich noch erzählen. Wie gesagt, es kann sein, dass du jemand bist, der beispielsweise schon länger Single ist und sich eine Beziehung wünscht. Und es geht nicht darum, dass wir nur mit einem Partner überleben, sondern es geht darum, wenn du jemand bist, der auch schon viel an sich gearbeitet hat, sehr bewusst ist, sehr selbstreflektiert ist, du dann immer noch denkst, Mensch, es gibt's doch nicht, dass ich immer noch nicht in dieser Seelenpartnerschaft bin. Es geht um das soziale Bedürfnis, ja, und es geht um das soziale Bedürfnis, dass wir Menschen sind und soziale Kontakte brauchen und Liebe brauchen, ja, und dass wir den Austausch von körperlicher Nähe und auch Sexualität, Liebe machen brauchen. Das ist essentiell für uns. Ohne das sind wir isoliert und einsam, ja. Und es sind bestimmte Prozesse, wo wir diese Prozesse erleben und wo das wichtig für uns ist, alleine zu sein. Aber es ist auch wichtig, das zu spüren, weil wir sonst vereinsamen. Es ist einfach so. Und diese Situationen, wenn du das vielleicht öfter um dich herum hast, wenn du als Frau beispielsweise öfter Männer kennenlernst, die sich dann nicht so oft melden oder sich immer wieder dafür drücken, sich mit dir zu treffen, die vielleicht nicht so äußern können, dass sie dich gut finden oder dass die vielleicht gerade irgendwie ganz viel um sich herum haben, vielleicht Job, berufstechnisch, vielleicht sind sie mit irgendwas eingebunden, irgendwas ist immer wichtiger, ja. Und wenn sich das ganz oft zeigt und du immer noch nicht in dieser Herzverbindung bist, die dich völlig erfüllt, dann bist du jetzt hier genau richtig. Diese Themen um dich herum, und ich kann das total verstehen, wenn dich das frustriert, wenn dich das traurig macht, ja, und das ist auch traurig und das ist auch frustrierend und es macht irgendwann sauer, dass man denkt, sag mal, was geht denn hier eigentlich falsch ab, ja, was ist eigentlich hier falsch, dass ich nicht endlich in diese Herzverbindung komme, in diese Seelenpartnerschaft. Und ich sage von vornherein, jeder, der mich kennt, der mit mir arbeitet, weiß, dass ich von diesen typischen Dualseelen, Zwillingsflammen-Gedöns, was so im Umlauf ist, nicht viel halte. Von diesen, wo ganz viel Geld damit gemacht wird und wo Menschen noch tiefer in Löcher fallen, weil es immer heißt, du musst noch warten, du musst noch etwas mehr an dir arbeiten, damit dieser Seelenpartner erstmal in dein Leben kommen kann. Oder der hat jetzt gerade Angst, sich zu binden und du bist jetzt gerade in einem Prozess drin, wo du das aushalten musst, um loslassen zu können. Was für eine verfickte Scheiße. Sorry, wenn ich das sage, aber ich finde das so grausam. Das ist grausam, wenn man
so etwas sagt, weil was übermittelt dir das, dass du eigentlich noch nicht gut genug dafür bist, dass jemand zu dir kommen kann, ja? Und ja, was sollst du denn da loslassen? Im Endeffekt geht es darum, dass du mal erkennen musst, wie besonders du bist. Dass es darum geht, dass du mal erkennen musst, was du für ein wundervoller, einzigartiger Mensch bist und dass genau dieser Mensch erstmal in dein Leben kommen darf. Dass du dich nicht mit 0815 zufrieden gibst, was hier so im Umfeld ist. Und es geht nicht darum, andere Menschen schlechter zu machen, sondern einfach mal zu schauen. Guck mal um dich, wie viele Paare sind denn wirklich glücklich, ja? Wie viele geben sich mit etwas zufrieden, was ihnen nicht entspricht? Und genau darum geht es, wenn du vielleicht noch einen Partner in deinem Leben hast, der vielleicht solche Traumata hat, dass er sich nicht öffnen kann, dass er dir nicht sagen kann, dass er dich liebt, dass er sich dir nicht öffnen kann. Vielleicht gilt es darum, mal zu sagen, hey, dann bleib da, wo du bist. Ich bin an einem anderen Punkt in meinem Leben und ich möchte jetzt etwas, was mir entspricht, weil ich kann mich öffnen. Und du bist nicht für den anderen zuständig, dass der sich öffnen kann und dass der noch durch diesen Prozess kommt. Und vielleicht braucht er genau den Prozess, aber dafür bist du nicht verantwortlich, dass du den mal loslässt und der mal sieht, damit er etwas tun muss. Und ich glaube, das macht ganz viel Traurigkeit. Und das gibt so einen Selbstzweifel, wenn du denkst, dass du noch nicht richtig bist, dass du vielleicht noch was tun musst, loslassen musst, lernen musst, an dir arbeiten musst, damit der andere sich öffnen kann. Was für eine Scheiße! Das kann doch nicht richtig sein. Und vielleicht ist das ein Indiz dahin, dass du noch in deiner Ahnenlinie, in deiner Frequenz, in deinem Körpersystem noch etwas an Urtraumata im Vererbten gespeichert hast, aus Kriegszeiten und Hexenverfolgung. Das ist möglich, dass dir das noch spiegelt, ja. Ich sehe aber immer wieder in meinen Coachings durch diese wundervollen Frauen, die ich habe und die immer mehr in die Seelenpartnerschaften kommen, teilweise innerhalb eines Tages, innerhalb von Stunden, bäm, ist der Seelenpartner da. Und das sind Frauen, die sind reflektiert und die sind ganz wundervoll. Und ja, für diese Frauen gibt es nicht so viele Männer, die denen entsprechen. Ja, wir sind jeder auf unsere Art und Weise einzigartig und wir sind auf unsere Art und Weise besonders, ja. Und manchmal braucht es noch Entscheidungen in deinem Leben, die aber nichts damit zu tun haben, dass du dich nicht einlassen kannst oder dass du nicht loslassen kannst, dass dein Seelenpartner in dein Leben kommt. Hör auf, dir den Druck zu machen, dass du etwas tun musst, dass du dich um etwas bemühen musst, damit dieser Seelenpartner kommt. Weil, wenn ein Mensch an dir Interesse hat, dann wird er kommen und dann wird er dich toll finden und dann wird er denken, Mensch, so eine bombastische Frau, so eine tolle Frau, ich muss da sofort hin, die kann jederzeit weg sein. Ja? Und nicht, ja, ich schreibe dir mal morgen oder erst in 2 Tagen, weil ich bin jetzt gerade mit dem und dem beschäftigt. Lass das sein. Das hat nichts mehr mit dir zu tun. Ja, du musst dir so viel selbst wert sein. Du musst deine Besonderheit sehen, damit dieser Partner zu dir kommen kann oder vielleicht schon da ist und damit du nicht mehr an dir zweifelst und denkst, ich bin jetzt noch nicht genug, ich bin noch nicht, ich muss noch irgendwie was tun dafür. Und das ist so, so wichtig, weil ich viele Frauen so frustriert sehe und so traurig sehe über diesen Prozess und das so wichtig ist, das zu erkennen und hinzuschauen, dass du ein ganz, ganz wundervolles Wesen bist und dass du vielleicht auch noch ein bisschen warten musst, weil genau dieser besondere Mensch, der so ist wie du, dann erstmal in dein Leben kommt. Ja, und manchmal gilt es auch, sich von etwas zu trennen, was dir nicht entspricht. Und wie oft gibt es Paare, die wollen das erstmal nicht wahrhaben, dass da nicht mehr so viel Liebe ist oder dass da nicht mehr so viel ist. Aber du bist der Türöffner. Du bist der Türöffner für dich. Du musst die Entscheidung treffen. Und oftmals haben Menschen vielleicht auch Angst, zu gehen aus irgendeinem Prozess, weil sie denken, sie finden diese Liebe dann nicht wieder. Ja, die werden sie auch nicht finden. Du wirst was Besseres finden. Und es geht nicht um besser oder schlechter, aber du wirst etwas finden, was dir mehr entspricht und dich mehr glücklich macht. Und das wollen wir doch alle. Das ist doch unser Ziel. Und das Leben bereitet uns darauf vor. Und wenn du nicht glücklich bist, dann geh. Es ist dein Selbstwert, es ist deine Entscheidung, welche Türen du öffnest für etwas, was dir entspricht. Und es geht nicht darum, wegzulaufen, aber es geht doch darum, dass du dich erstmal auf etwas einlassen kannst, wo du merkst, boah, das ist pure Liebe und das ist etwas, was mir komplett entspricht. Von beiden Seiten, dass sich beide Seiten einlassen.
Und dann arbeitest du das innerhalb dieser Partnerschaft auf. Und wenn du einen Partner hast oder jemand hast, der sich immer nicht entscheiden kann, der sich nicht binden will, was bringt dir das? Wo ist da eine wirkliche Herzverbindung zu dir und wo wird dein Wert gesehen? Aber dein Wert kann nur gesehen werden, wenn du ihn selbst auch siehst. Und damit hoffe ich, dass meine Mission und meine Message bei dir angekommen ist, für die ich jetzt habe meine Alles, was zählt, Serie sausen lassen. Und ich möchte dir einfach nur noch mal ganz viel Motivation und Mut mitgeben, weil ich sehe, wie viel das meinen Frauen in meinen Coachings immer wieder bringt und wie die in ihrer Liebe, in ihren Seelenpartnerschaften wachsen. Und wenn ich sehe, dass in meinem Programm Seelenpartnerschaften ins Leben gehuscht kommen, wie Blitze oder wie an Silvester die Böller, denke ich mir jedes Mal, wie geil ist das denn, Mann? Und deswegen weiß ich, ja, es ist für jeden von uns möglich und es ist für dich möglich. Verzweifle nicht daran, ja? Und ich liebe es, das zu sehen und deswegen möchte ich dir die Motivation mitgeben. Bleib dran, gib niemals die Hoffnung auf, ja? Du bist einfach mega, mega cool, aber du musst es erst mal sehen und du musst da dranbleiben, ja? Ich drücke dich, wünsche dir einen wunderschönen Abend. Lass gerne auch ein Like da, wenn dir dieser Beitrag gefallen hat. Teile ihn auch gerne, wenn du der Meinung bist, dass es Menschen in deinem Leben gibt, die genau das jetzt erstmal sehen müssen. Und meine Mission ist es, euch Frauen, uns Frauen, die Türen zu sich selbst zu öffnen und ihren Wert zu erkennen und nicht mehr die Zweifel zu haben, sondern rauszugehen und Liebe zu leben, ja, aus ganzem Herzen. Ich drücke euch, ihr Lieben. Bye, bye.